Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Soul Silver mit mir, den Stevie und dem Rod Place. So, und jetzt ab nach Viola City. Jupp. Und vorher noch ein Hornio besiegen. Nachher besuchen wir auch noch Viola. So gut. Hornio besiegt. Viola stirbt ja da noch. Nicht schlecht. Ja, endlich Level 10. Ach ne, Level 11 sind wir ja schon. Ja. So, 60 ja, mit entwickeln, oder? Ja, genau, ich glaube schon. Und die anderen meisten sind ja, glaube ich, ab 18 und der Schattenkampfbuch machen schon mit 16. Müssen wir jetzt natürlich mal ein paar Ausnahmen. Ja. Oh, mhm. Lord P. Du bist echt schnell, du hast mich in Windeseile überholt. In Ordnung, Lord P. Dafür bekommst du jetzt was von mir. Hier. Eine Kampfkamera, oh mein Gott! What the fuck, was soll ich denn damit? Diese Kampfkamera ermöglicht es dir, den Verlauf von Pokémon-Kämpfen zu dokumentieren. Ja, wofür? So, ich gehe schon mal weiter. Nochmal überholst du mich nicht. Auf geht's, Meryl. Ich brauch die, weißt du? Wofür? Weiß ich nicht. Aber irgendwie kann man die auch gebrauchen. Und schon sind wir in Viola City. Zuerst im Knovent-Fensaturm oder erst Arena? Das ist Arena, oder? Ich glaube, zuerst Schneider bekommen wir im Knovent-Fensaturm, oder? Na und? Ja, dafür können, ja, brauchen wir Knovenser. Ja, super, aber wir können es nicht verwenden etc., wenn wir nicht den Orden dazu haben. Ja, den ersten. Ja, aber dann lass uns doch mal vorher den ersten Orden machen. Gucken, wie schwer der ist. Ach, dürfen wir nicht. Blablabla, Knofensaturm. Ab zum Knofensaturm! Juhu! Und die wunderschöne Brücke hier. Und noch eine Brücke. Natürlich. Oh mein Gott, ein Knofensaturm. Wie kann man einen Turm in diesem dämlichen Pokémon? Ah, da fällt mir gerade ein, das erinnert mich an diesen Turm da aus Kanto, ne? Mit diesem Tragosso. Das war ja so ein Friedhof, oder nicht? Aber es ist ja letztendlich auch ein Turm. War, wow, ist ein Friedhof. Es ist ein Turm, trotzdem. Mit dem schönen Lavandia-Syndrom, falls du das kennst. Mhm. Mit dem komischen Sound, ne? Ja. Was angeblich bei mehreren Japanern zum Tod geführt hat. Ich hab früher nie das Sound vom Pokémon angehabt. Nö, ich auch nicht. Nicht an, aber in der deutschen Version war das ja dann auch schon berechtigt gewesen mit dem Zaun. War ja nur in der japanischen Version am Anfang. Ich hatte keine Lust, wenn ich so unterwegs bin im Auto oder so, auf einmal voll fett Zaun anzuhaben. Na, gerade dann. Musst du mal vorstellen, wie sich die Eltern freuen. Hier ist man dieses. Nee, Scheiß. Das stimmt ja nicht mal andersweise von der Sound, weil ich komme gerade nicht in die Melodie rein. Aber. Von einem Kampf oder wie? Ja, generell. Die ganze. Das spielt er ja immer so einen 10-Sekunden-Sound in der Endlosschleife ab. Ja, ja. So, 144 Poké-Dollar. Oh, das ist aber schon mal ein bisschen was. Aber es gibt ja hammermäßige Mythen über Pokémon. Oh ja, es gibt ziemlich viel. Hier denke, auch in diesem Turm da, von dem Friedhof da, da gibt es auch hier Mythos mit hier, mit diesem einen da, der vergraben ist. Kennst du den? Ja. Wie man dem ja irgendwie begegnen kann, war das, glaube ich. Ja, der unbesiegbar ist. Ja. Was? Das stimmt nicht. Wurde gescriptet von jemand, meine ich. Ich weiß. Wurde auch. Aber das andere, das hat man ja noch nachgeprüft. Das mit Lavandia ist ja auch. Glaube ich, nachgeprüft. Dann gab es, glaube ich, auch noch eine Episode, die hat man dann rausgenommen. Das war dann irgendwie so, hat man irgendwie schon versucht, die kleinen Kinder hier für das Militär und so was zu begeistern gleich. Ja. Hier so, was war da? Da hatten sie gezeigt, wie schlimm die, wie irgendwie, wie praktisch so eine Chemikalienattacke ist.
wie gut man die gegen Gegner einsetzen kann und sowas, also. Ist doch geil. Da weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich glaube, das war, glaube ich, dann auch nur gescriptet gewesen. Und sowas ein Pokémon-Spiel. Also. Was für Kinder ab Null ist. Genau. Kannst du mir überlegen. Ich denke mal, wahrscheinlich von den 20 Milliarden Mythen, die es da gibt, wird wahrscheinlich. Was macht eigentlich ein Ratzfratz in einem Knofensa-Turm? Ich nicht. Es möchte die Knofensas annagen. Kennst du doch. Ein X-Treffer. Benutzt du eigentlich diese Trefferdinger? Nö, habe ich nie verwendet. Ich hab die, glaube ich, noch nie. Noch nie einer. Ich glaube einmal. Und ich fand scheiße, das habe ich nie benutzt. Das ist auch nicht springen, weil das kostet dich eine Runde im Prinzip. Den Schwachsinn dann zu verwenden. Das ist mir dann doch zu teuer. Dann mach ich lieber in einer Runde irgendwie einen Angriff und mach ein paar Lebensschaden. Ich freue mich immer, wenn das die Gegner benutzen. Welche Gegner verwenden denn die Scheiße? Es gibt auch ab und zu Gegner, die das benutzen. Und schön ist ja dann anschließend die Liga, ne? Da freust du dich, dass endlich ein Pokémon fast tot ist und dann kommt Hypertrank. Top-Genesung. Top-Genesung, ja, irgendwie so ein Spaß. Und dann auch noch schön, das vergiftete Pokémon, was immer anstrengend, dass den Gegner vergiftet hat, ist nicht mehr vergiftet. Ja. Ist dann auch mal schön. Hast du 12 Pokémon für geopfert, den einen Typen umzubringen? Vor allem ich. Und anschließend raus, Top-Genesung. Vor allem ich, wie ich früher Pokémon gespielt habe, mir nie Pokémons gefangen. Ich habe immer nur den Starter benutzt. Sonst gar kein Pokémon. Ich habe die eigentlich so teilweise regelmäßig genommen, aber hauptsächlich natürlich auch die Starter gelevelt. Ich habe wirklich von Anfang bis Ende nur den Starter benutzt. Ja. Außer halt für VMs. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, das ist ein bisschen schwer, wenn man es so macht. Dann hatte man vielleicht ein Level 50er Pokémon, aber man hätte auch dann 6 Level 45er Pokémon haben können. Was viel besser halt ist. Ich hab die, glaube ich, von Anfang an schon so halbwegs. Nicht wirklich halbwegs, aber ich hab die schon alle so ein bisschen gelevelt. So, hier ist ein Trank. Und wieder ein Glatzkopf. Oh, jetzt hast du wieder ein paar Kämpfe. Und das hauptsächlich nur gegen Knofensa. Ja, das macht sich gut mit uns im Kanimani jetzt, ne? Ja, die machen aber gar keine Finsternattacken. Rangnieb. Oh, wer ist wieder dran? Ha, sag ich doch, Rangnieb. Ja, man macht voll viel Schaden. Ja, aber das ist ja nicht der einzige Trainer, den man besiegen muss. Da kommen ja jetzt gleich ja nochmal ein paar. Und noch einmal Kratzer. Ich glaube noch zwei Trainer sind das, glaube ich, ne? Die da noch stehen. Oh, das erste Mal mit 100 XP. Und bis. Noch bis ist praktisch. Für Silberblick, ne? Ja. Und schwupp! Ich kann jetzt beißen. Wir entwickeln uns gleich schon, ey. Das Schöne ist, Biss kannst du ja auch gegen Geister-Pokémon verwenden, ne? Ja, es ist sehr effektiv. Ich weiß, das ist aber das Schöne, du musst dir mal vorstellen, wie du einen Geist reinbeißt. Ja, funktioniert, glaube ich, bestens. Dann ist es auch noch sehr effektiv. Oh, ich habe eine Pflanze gebissen. Ich dachte, Kanimani ist ein Fleischfresser. Also, Fleisch only. Ich überlege gerade, soll ich für den letzten Kampf mich noch heilen? Ach, das schaffen wir schon irgendwie. Hoffe ich. Das ist gar nicht der letzte Kampf, das ist der vorletzte. Na gut, aber danach sollten wir uns trotzdem heilen. Ich glaube, den nächsten kriegen wir dann nicht mehr hin. Knofensa. Oh, zweimal. Ich drücke ganz Zeit nur A-Taste. Ja, weil du sollst nicht Kratzer, sondern du solltest Biss machen. Ist ein wenig. Okay. Bringt den Wachstum. Spezialangriff.
Und der erste benutzt Sensor. Und fast ein Level up. Hut. Oh, da, schade, ich hab gedacht, das sind zwei Knopfensers, die mit den Namen kommen. Hut. Ist Hut nicht auch vom Typ Unlicht? Flug, normal oder Unlicht? Oder unsere zweite Entwicklung, das war nicht Psycho. Also Unlicht war es offensichtlich gerade nicht. So, Ingolf haben wir besinnt. Und jetzt halt Mario. Nee, das schaffen wir nicht. Wir müssen, glaube ich, nicht kämpfen. Deine Macht sucht wahrlich ihresgleichen. Wie vereinbart will ich dir nun diese Themen überreichen. Aber du solltest deine Pokémon ein klein wenig... Oh, ich habe auch einen Speed gemacht. Du solltest deine Pokémon ein klein wenig besser behandeln. Die Art, wie du kämpfst, ist viel zu verbissen. Pokémon sind schließlich nicht nur zum Kämpfen da. Ich glaube, das Ding bricht uns bald zusammen, das Gebäude. Mies. Ha! Ja. Erst erzählt er mir groß, er sei der Weiseste von allen. Und dann macht er sofort schlapp. Aber das war mir von vornherein klar. Ich verliere doch nicht gegen jemanden, der so kindisches Zeug erzählt. Mann, soll seine Pokémon gut behandeln? Pah! Für mich zählen nur Pokémon, die starke Siegertypen sind. Alle anderen Pokémon interessieren mich einen feuchten Kehricht. Ja, toll, jetzt kriegen wir noch ein Fluchtseil. Er verwendet Fluchtseil. Aber wie war das gerade nochmal mit Siegertypen? Aber pass auf, dass bitte uns jetzt nicht der Turm gleich zusammenbricht, so wie der Ding da wackelt. Okay. Säule. Und Flucht. Und das Fluchtseil, was wir gleich benutzen werden. Hallo. Runter. Du hast dich wacker geschlagen. Hier im Knofenserturm erarbeiten sich Pokémon Menschen eine strahlende gemeinsame Zukunft oder suchen im Training Bestätigung. Ich werde deine letzte Prüfung sein. Erlaube mir die Freundschaft zwischen dir und dein Pokémon. Ach, dein Team zu irgendwas. So, proben. Das heißt, wir kommen jetzt wieder in den Kampf. Schaffen wir. Nur drei Pokémon. Ja. Wenn es klappt, werde ich gar nicht mehr heilen. Was bringt eigentlich nochmal Raserei? Erhöht Angriff? Weiß ich gar nicht mehr. Das ist doch ein Angriff auch. Na dann ist es mit einer Runde aussetzen und der nächste ist ein Angriff, oder? Oder wird das nicht immer stärker? Nach jeder Runde? Das weiß ich gar nicht mehr. Nee, ich glaube, das ist... Also entweder erhöht es irgendeine... Entweder den Angriff oder so, oder es ist ein Angriff, wo du dich die erste Runde auflädst und in der zweiten Runde den Angriff ausführst. Muss ich gar nicht mehr. So, und jetzt das letzte Hut mit Level 10 natürlich. Ist wahrscheinlich auch der schnell weg. Zwei Angriffe. Oh, Glück gehabt. Aufwecker haben wir ja leider nicht. Noch nicht. Und Level up. Jetzt haben wir Level 15 Kanaren. Die Masse brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, ne. Das macht nämlich definitiv kein Damage. So. Gut. Noch ein Level. Dein Kampfstil lässt wahrlich nichts zu wünschen übrig. Damit brauchst du dich nicht einmal vor Meister Falk zu verstecken. Und jemand wie du weiß sicher auch hiermit richtig umzugehen. Das ist ein TM namens Blitz, sie gehört dir. Sie haben 70 erhalten. Oh, cool. Wenn du... Ach, das brauche ich nicht erklären. Ja, wir wissen. So, Fenster kann Blitz erklären? Ja. Werde ich noch gleich beibringen. So, und einsetzen. Und dann verabschiede ich mich hier schon mal. Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.